Blau. Schockstarre in der NRW Arena. Das Team von Phoenix Hagen muss sich in letzter Sekunde geschlagen geben. 101 zu 103, so der Endstand nach einem denkwürdigen Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn. Herzlich willkommen bei Feuervogel TV. Über weite Strecken hatte es so gut ausgesehen, doch mit der Schlusssirene senkt sich der Ball in den Hagener Korb. Die mitgereisten Bonner Fans können feiern. Felix versucht Ole und Co. zu trösten. Dieser Sieg wäre zu schön gewesen, um mitzunehmen. Du, was darfst du nicht verlieren? Wenn mir noch irgendeiner erzählt, oh ja, hätten wir mal gegen Gießen gewonnen, wo wir dann wären. Ja, Gießen interessiert hier überhaupt keinen. Das ist das schlimmste Spiel, was wir zu Hause je gespielt haben. Wir sind nur gelb, weiß, blau. Dabei hatte alles so gut angefangen. Der frisch operierte Björn Schoo kommt zum Supporten trotz Krücken mit in die Halle. Das Team ist heiß, will den Rückenwind aus Ludwigsburg mitnehmen und das Jahr 2012 mit einem Heimsieg abschließen. Auch und gerade für den sechsten Mann, der auch und gerade in den letzten Wochen einmal mehr da war. In der ausverkauften NRW Arena geht es ausgeglichen los. Bei Bonn sorgen Jordan und Wohlfahrt Bottermann dafür, dass was aufs Konto kommt. Phoenix gleicht immer wieder aus und zeigt, wie schwer der Ischeland einzunehmen ist. David Bell macht insgesamt 31 Punkte, zum Beispiel von außen. Auch Adam Hess setzt sich durch. Wir haben uns heute zusammengerauft und haben genau das gemacht, wo wir das letzte Spieltag ein Spiel verloren haben und sind zurückgekommen. Froh, dass ich das Vertrauen vom Trainer kriege und dass es für mich in der Saison jetzt bisher ganz gut läuft. Und im Endeffekt zählt halt, dass wir gewinnen und das ist für mich auch das Wichtigste. Es bleibt ein intensives Spiel. Nicht nur Ingo Freier ist in Wallung. Zur Halbzeit führt Phoenix mit 4 Punkten, kann in der Folge sogar noch zulegen. Das gegen Bonner, die zwar in der Liga schwankende Leistungen bringen, in der Euro-Challenge aber gerade erst die letzten 16 gestürmt haben. Coach Mike Koch sieht, dass in Hagen mal wieder eine ganz zähe Nummer ansteht. Phoenix punktet. Neben Topscorer David Bell tragen sich Devin White, Adam Hess, Storchband Cool und die anderen ein. Doch es bleibt bis ganz zum Schluss spannend. Yeah.
Das letzte Viertel. Es geht auf die Crunch-Time zu. 5 Minuten vor Schluss ist Phoenix 8 Punkte vor. Wird das die Jahresabschlussparty, die alle so gerne feiern würden? Die Telekom Baskets haben was dagegen und selber Lust zu feiern. Punkt für Punkt knabbern sie am Rückstand und werden am Ende belohnt. Der Korbleger von David Bell bleibt hängen. Fast Break. Adam Hess bekommt den Ball unsanft abgenommen. Bonn gewinnt und schockt die komplette Halle. Nicht so, dass wir das jetzt erst morgen analysieren und erzählen, hey, so und so kann man am Ende gewinnen. Sondern wir haben das vorher schon analysiert bei anderen Mannschaften und hätten es noch umsetzen müssen. Und das macht mich traurig. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ich weiß nicht, wer es, wer irgendwas gesagt hat, ja, komm, wir gewinnen, dann sind wir Richtung Playoffs und so weiter und so. Wer hier auch nur ein Wort von den Playoffs spricht, das ist unser Problem. Und wenn so ein Spiel verlierst zu Hause, das wir eigentlich schon gewonnen hatten, dann sind wir falsch beraten. Auch wenn diese Bilder wehtun, die Hagener sind faire Verlierer und holen sich die Punkte hoffentlich bei nächster Gelegenheit wieder. In diesem Sinne, einen guten Rutsch und bis zur nächsten Folge. Schritt in die richtige Richtung und wir sollten den Schwung jetzt mitnehmen. I mean, sometimes when you play in a team, when you let luck come into play, which you, when you get up on a team by 10 points, you got to bury them, you know, kind of a killer instinct, and we let them hang around, and then we let luck come into play, and they had a lucky play at the end of the game. So when you up, you got to finish the job.
Last game, you were a top scorer. This game, very powerful defense and offense. Is Mr. Fantastic coming back? It took me a little bit longer from jet lag when I got off the airplane. It took me a little longer than expected, but I'm starting to feel myself, play like myself, so it's comfortable. I think Mr. Fantastic is back, man. Oh, that's nice. And next to us, going to Artland Dragons, anything about this team? It'll be a very tough win on the road, but it's something that we got to do for where we're trying to go. So, you know, we're going there with a positive mindset, and we won't harp too much on this loss. We'll take it, learn from it, then get on to the next one, man. So that's what we're going to do, try to get down there and get a big win. Win. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu haben.